Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Top 10 Video. Heute die Gatnaffs. Los geht's, Platz 10. Da haben wir das Tiger Tooth. Ja, ihr wisst, das gefällt mir einfach nicht. Gäbe es überhaupt nicht meine Farbe, aber immerhin hat es diesmal wieder reingeschafft, ne? Darfst du nicht runterspielen. 124 Euro für dieses schöne Knife. Ja, ein gelbes Zebra oder so. Der rote Griff ist schon nice, aber ich glaube, der ist bei allen so, oder? Der achte Platz widerlegt direkt mein eben gelabertes, ist nicht immer rot. Das Lore. Liegt auf dem achten Platz. Das kostet 190 Euro. Ist jetzt auch überhaupt nicht meins, auch mit dieser Verzierung hier. Aber immerhin achter Platz. Kann man nicht meckern, kann man nicht meckern. Das Rust Coat liegt auf dem achten Platz. Das ist schon richtig nice. Vor allem, das Gatknife an sich ist ein ziemlich cooles Messer. Also mir gefällt es gut, weil es so ein Riesenteil ist. Es ist ein großes Messer. Da passen einfach andere Skins, andere Farben und so weiter drauf, als jetzt zum Beispiel auf das vorhergegangene Flipknife. Dieses hier kostet 87 Euro. Ist auf jeden Fall mittelmäßig erschwinglich. Wobei ich glaube, dass das ja auch wieder die Sache ist, dass man da Battlescat kaufen muss. Wahrscheinlich ist Battlescat da recht teuer und je höher, also je besser die Condition, desto billiger wird's, ne? Weil es in Battlescat am geilsten aussieht. Auf dem Platz 7 liegt das Gutknife Fade. Diese schwache Farbe, ich habe sie letztes Mal schon angesprochen, ist jetzt nicht der Oberhammer, aber hier passt es doch schon besser drauf. Das Messer ist einfach breiter und da kommen die Farben etwas besser zur Geltung wie auf so einem dünnen kleinen Strich, meiner Meinung nach. Es kostet 131 Euro und hat auch einen roten Griff. Okay. Und jetzt schaut euch mal diesen Platz 6 an. Damascus Steel auf dem sechsten Platz. Es passt ultra, ultra, ultra gut auf dieses Knife. Es wirkt stark wie ein Küchenmesser, also wie ein etwas abgewandeltes Küchenmesser. Also wenn ich mir ein Damascus Steel Messer vorstelle, dann sehe ich diese riesigen Messer, die diverse Köche benutzen. Also ja, und das kommt dem doch sehr nahe. Und darum ist es auch auf meinem sechsten Platz. Sehr schön. Es kostet 100 Euro. 100? Ein Schnippel. Auf dem fünften Platz habe ich hier ein Doppler liegen. Das ist sehr, sehr schön blau. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Variationen, das wissen wir alle. Ich habe, glaube ich, als ich die Liste erstellt habe, ein anderes gesehen. Das hatte so einen leichten Rotstich noch drin. Das sah ziemlich cool aus. Aber auch so gefällt es mir ganz gut. Beziehungsweise so wäre es nach wie vor auf meinem fünften Platz. Es kostet 88 Euro. Das ist echt günstig. Ich glaube, das ist das günstigste auf der gesamten. Nein, das Rust Coat war 1 Euro günstiger. Aber sonst, Chapeau. Auf dem vierten Platz liegt das Case Harnet. Sieht aus wie ein See. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, so wie zum Rust Coat habe ich auch eine Liebe zu diesen Case Hardened Skins entwickelt. Genauso wie die Aversion gegen die gelben Geschichten. Es kostet 99 Euro. Auch nicht schlecht. Und ja, aber ich glaube, man muss es mögen. Also mir haben auch schon viele geschrieben, dass ihnen Case Hardened gar nicht gefällt. Aber dafür gefällt ihnen dann Tiger Tooth, was wo ich denke, hallo, weil... Nun ja, wir sind auf dem vierten Platz. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder erraten, was auf dem dritten, zweiten und ersten Platz kommt. Vielleicht wisst ihr ja Bescheid. Blickt mal kurz nach, das war's schon. Auf dem dritten Platz liegt das Marble Fade. Das habe ich schlecht ausgesucht. Ah, nein, nicht wirklich. Da, guck mal. Oh, das sieht doch schon wirklich gut aus. Also rot, blau, hier gelb. Ich würde sagen, völlig verdient auf dem dritten Platz. Diese Einteilung, schicker Lagik. 92 Euro, kann man gar nicht glauben. Sonst sind die doch immer so ultra teuer, diese Marble Fade-Dinger. Wobei das Gutknife oder die Gutknife-Skins an sich scheinbar sehr günstig sind. Kommen wir nun zum zweiten Platz. Das Autotronic liegt auf diesem Platz. Und ich glaube, genau dieses Knife, Wallen, hattest du. Liege ich da richtig? War das ein Gutknife Autotronic? Ich bin mir da ziemlich sicher. Und deswegen gefällt es mir auch so gut. Zumindest, ich habe es als Gutknife abgespeichert. Ich habe es bei dir ein paar Mal in der Hand gesehen. Und das gefällt mir sehr gut. Darum ist es auch auf meinem zweiten Platz. Und es ist das teuerste hier auf meiner Liste. Es kostet 251 Euro. Die Preise sind von CSGO Stash. Ich muss ja kurz mal was ankleben. Ich habe mir die Dinghalterung für das neue Mikrofon selbst gebaut, vom Popschutz, und das ist ein bisschen wackelig. So, zweiter Platz, Autotronic, 251 Euro. Jetzt kommt der erste Platz. Und da haben wir natürlich das Gamma-Doppler. Ich glaube, bis jetzt war jedes Gamma-Doppler, wenn eins dabei war, auf dem ersten Platz. Dieser Grünstich, gut, hier ist es vielleicht nicht so perfekt. Da, ein Case, ein Case! Das ist schön, das ist wirklich sehr nice. Gerade dann in-game mit den Schatten und den Spiegelungen. Vorzüglich. Weißt du was, vierfach. Und so. Sehr, sehr schön. Und es kostet nur 109 Euro. Das ist echt mal ein günstiger erster Platz. Ich weiß nicht, ob jemals ein erster Platz so günstig war. Selbst die Flipknives, nee. Das ist schon echt ein Schnippel. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.